Herr Abgeordneter Stadler, diese Woche wurde im EU-Parlament nach heftiger Debatte der sogenannte Estrella-Bericht abgelehnt und durch eine alternative Entschließung der Volkspartei ersetzt. Wie haben Sie dieses Verfahren rund um Estrella erlebt? Ja, zunächst gibt es zwei Verfahrensprobleme. Wir haben das erste Problem, dass man diesen Estrella-Bericht, der ein einziger Skandal ist, vom Inhalt her, auf den werden wir eh noch extra kommen, haben wir im Plenum am 22. Oktober zurückverwiesen in den Ausschuss. Damit würde das Verfahren, und das war auch die Stellungnahme des Rechtsdienstes des Parlaments, wäre das Verfahren zurückgetreten in das Stadium vor der Zuleitung an das Plenum. Damit wären Abänderungsanträge zuzulassen gewesen. Der Ausschussvorsitzende hat gemeinsam mit den sogenannten Koordinatoren, das heißt also in der Mauschelpartie, einseitig entschieden, dass keine Abänderungsanträge mehr zugelassen werden. Wobei jeder Abgeordnete von allen 766 Abgeordneten das Recht gehabt hätte, Abänderungsanträge zu stellen. Dieses Recht ist unterlaufen worden. Man hat schlicht und einfach mit einer geringfügigen Abänderung den gleichen Bericht wieder ans Parlament geschickt und der ist jetzt zur Abstimmung gekommen. Und bei der Abstimmung selber hat sich dann herausgestellt, dass dieser Bericht geschäftsordnungswidrig zustande gekommen ist, geschäftsordnungswidrig auf die Tagesordnung gekommen ist, weil die Abklärung der verfahrensrechtlichen Fragen, wie es zwingend nach der Geschäftsordnung vorher geschehen hätte müssen, durch den Präsidenten nicht erfolgt ist, sondern die sogenannte Präsidentenkonferenz, wo auch die schwarzen Vertreter drinnen sitzen, das heißt also von der EVP, wo auch die aber von der ECR auch drinnen sind, von den sogenannten Konservativen und die von der EFD, von der Partei des National Farage, von den EU-kritischen Parteien, alle einstimmig der Aufnahme in die Tagesordnung zugestimmt haben. Das Ganze ist ein einziger verfahrensrechtlicher Skandal, abgesehen von dem, was in dem Bericht alles noch an skandalösen Inhalten drinnen steht. Nun wurde auch von der Konferenz der Präsidenten, die Sie gerade angesprochen haben und die ja die Tagesordnung beschließt, keine Debatte über den Bericht beantragt. Es gab nur eine Debatte außerhalb des Plenums quasi, informell und auch medial begleitet und darüber hinaus in verschiedenen Meldungen zur Geschäftsordnung. Aber wieso hat man überhaupt die Debatte zu dem Tagesordnungspunkt an sich nicht zugelassen? Die hiesige Parteienoligarchie scheut das Thema Abtreibung, Lebensschutz wie der Teufel das Weihwasser. Ich rufe nur in Erinnerung und bringe als Beispiel dazu, dass ich versucht habe, gemeinsam mit Lebensschutzorganisationen, Jugend für das Leben war federführend, eine Ausstellung in diesem Hause durchzuführen. Man hätte einfach sozusagen das Anliegen des Lebensschutzes wie Dutzende Ausstellungen zu anderen Themen, irgendwelchen Schmauswabbelthemen auch stattfinden, hätte man gerne ein paar Räume gehabt, wo man eine Ausstellung hätte präsentieren können. Das wurde abgelehnt mit der Begründung, dass es zu kontroversiellen Debatten führen könnte. Daran hat man schon gesehen, dass man eine Debatte über das Thema Lebensschutz, Bürgerrecht auf Leben für den Ungeborenen in diesem Haus schlicht und einfach nicht haben will. Und daher ist es nur konsequent, dass diese ganzen Figuren auch eine Debatte über den skandalösen Estrella-Bericht abgewürgt haben. Nun wurde letztendlich dieser Bericht jetzt mit dem Argument, die EU hätte keine Zuständigkeit auf diesem Gebiet, abgelehnt und durch die Entschließung ersetzt, die ja auch nichts anderes sagt, als dass das Kompetenz der Mitgliedstaaten sei, Lebensschutz, Familie, Erziehung, alles, was eben in dem Bericht da an Skandalthemen und Sprengstoff drin enthalten war. Wenn jetzt die Parteien hier sich darauf einigen, dass es sowieso kein Thema ist, dann ist die Debatte ja offenkundig auch hier nicht notwendig. Ja, sie wäre es auch nicht gewesen, wenn man sich die Kompetenzlage genau anschaut. Natürlich stimmt es, dass es in Wirklichkeit Sache der Mitgliedsländer ist. Aber warum hat man dann diesen Bericht überhaupt dahergebracht? Der Hintergrund ist, dass es eine Bürgerinitiative gibt des Lebensschutzes, nämlich One of Us, mit 1,9 Millionen Unterstützern, damit eine der erfolgreichsten plebiszitären Aktionen, die überhaupt seit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages stattgefunden hat. Das ist diesen ganzen Abtreibungslobbyisten natürlich außerordentlich peinlich, dass das so stark unterstützt wurde. Und um diese Bürgerinitiative zu unterlaufen, hat man von vornherein diesen Estrella-Bericht gebracht. Nun haben die Abtreibungsbefürworter natürlich schon einen Sieg davongetragen, den sollte man nicht übersehen, dass nämlich mit der Ablehnung des Estrella-Berichtes auch die Rutsche dafür gelegt ist, dass man auch sich mit der Bürgerinitiative nicht auseinandersetzen muss. Das ist das politische Ergebnis daraus. Wenn man also Estrella-Bericht ablehnt, wie das die EVP in ihrem Antrag gemacht hat, mit der Begründung, das fällt ja in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, hat man damit bereits die Rutsche gelegt und ganz elegant das Thema Bürgerinitiative
und diese ganzen 1,9 Millionen Unterschriften wegzuwischen. Das ist die Hinterhältigkeit der Vorgehensweise, aber es zeigt, wie in dieser Europäischen Union gearbeitet wird. Es ist schlicht und einfach eine bürokratische Union der Hinterhältigkeit. Der Bürger spielt dann keine Rolle, wenn er nicht das nachplappert und nachbetet, was ihm diese ganze Oligarchie vorbetet. Die Abgeordnete Lunacek von den Grünen meinte zur Verteidigung von Estrella, es sei ja nur eine Wunschliste der Bericht ohne Verbindlichkeit für Mitgliedstaaten und deswegen hätte man diese nicht-legislative Entschließung ohne Probleme auch annehmen können, weil es ja in keinen dahin nicht kompetenzwidrig sei. Das ist alte Methode der Linken, Wunschlisten zu beschließen, um dann so zu tun, als ob das quasi normativen Charakter hätte. So hat noch jede Verrücktheit, die in der Aufweichung unserer Strukturen stattgefunden hat, in der Vergangenheit begonnen. Das heißt also immer zunächst einmal mit einer ersten angeblich unverbindlichen Entschließung, dann kommt das nächste, wo man auf das frühere verweist, dann kommen die nächsten Beschlüsse, wo man auf die früheren Beschlüsse verweist, in den sogenannten Erwägungen. Ja. Das ist in der Erwägung, dass ja das schon einmal beschlossen wurde und jenes schon einmal beschlossen wurde. Das hat alles Methode und daher muss man, und das sollten die ganzen Naivlinge, insbesondere in der EVP, mal endlich begreifen, muss man den Linken hier von vornherein einen Pflock in den Boden rahmen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Und daher hätte man klipp und klar auch sagen müssen, aus inhaltlichen Gründen ist dieser Estrella-Bericht abzulehnen. Das heißt, es hätte sich in Wahrheit eine Mehrheit finden müssen, den Estrella-Bericht aus inhaltlichen Gründen abzulehnen und nicht nur, wie es die EVP getan hat, aus der Formal-Argumentation heraus, es sei Sache der Mitgliedsländer. Aber es zeigt auch innerhalb der EVP die Bruchlinien. Ich habe noch wirklich mit Zorn in Erinnerung, wie sogenannte konservative Abgeordnete der Sarkozy-Partei, die innerhalb der EVP angesiedelt sind, im Ausschuss mit den Linken für den Estrella-Bericht gestimmt haben. Das zeigt ja nur die Bruchlinie innerhalb der EVP. Jetzt gab es ja auch auf linker Seite Abweichler. Es gab einige, die sich enthalten haben aufgrund des Inhalts. Und tatsächlich, wenn man sich die Debatte rundherum anschaut, es hat ja eine inhaltliche Auseinandersetzung schon stattgefunden, weil sich verschiedene Abgeordnete positioniert haben zu dem Thema und auch Frau Estrella nachher in ihrer Ansprache zu dieser Ablehnung ihres Berichts nur inhaltlich Stellung genommen hat und sich beschwert hat, dass hier die Rechte der Frauen missachtet worden seien, obwohl ja klargestellt wurde, dass es eben einfach nicht in die Zuständigkeit fällt. Also man sieht ja an solchen Beiträgen, dass es auch tatsächlich um den Inhalt geht. Also das, was Sie jetzt gerade im Zusammenhang mit der Wortmeldung der Kollegin Estrella aus Portugal nach der Abstimmung genannt haben, ist eine schöne Umschreibung. Sie hat jetzt schlicht und einfach einen hysterischen Anfall bekommen und hat alle beschimpft, die den Estrella-Bericht mit der Zustimmung zum EVP-Antrag damit zu Fall gebracht haben. Von Toleranz, ja, die immer beschworen wird von den Linken, keine Spur. Von demokratischer Gesinnung, die immer beschworen wird von den Linken, wenn es um ihre Anliegen geht, keine Spur. Wenn sie mal unterliegen, dann kriegen sie hysterische Anfälle und beschimpfen jeden, der nicht ihr Anliegen mitgetragen und mit unterstützt hat. Ich kann damit leben, ich sage sogar dazu, ich habe das sogar in gewisser Hinsicht genossen, dass jemand, der so niederträchtige Inhalte in ein Parlament bringt, wo es gegen die Wehrlosesten geht, nämlich gegen den Ungeborenen, der sich nicht wehren kann, und gegen die Unschuldigsten geht, nämlich gegen den Ungeborenen, der noch gar nichts angestellt haben kann, dass so eine dann einen hysterischen Anfall bekommt, ist mehr oder minder ausgleichende Gerechtigkeit. Frau Estrella hat angekündigt, dass diese sogenannte schändliche Abstimmung, ich zitiere jetzt die Abgeordnete Estrella, zum Wahlkampfthema zu machen. Ja, das hoffe ich doch sehr. Führen wir doch einen Wahlkampf über den Lebensschutz. So viel verrückte und dumme Menschen, wie die Linken glauben, gibt es Gott sei Dank noch nicht. Speziell bei den jungen Menschen, bei den jungen Leuten ist immer stärker das Sensorium vorhanden, ob das wirklich gerecht ist, ein Kind einfach umzubringen, nur weil es im Weg ist. Ich meine, was ist das, was die Feministinnen hier gebracht haben? Anstatt den Müttern, den jungen Müttern Hilfe anzubieten, damit sie das Kind auf die Welt bekommen können, bieten sie ihnen eine Abtreibung an. Die öffentlich finanzierte Abtreibung soll das Ziel sein, anstatt eine öffentlich finanzierte Hilfe. Und wir gehen den umgekehrten Weg. Also die Debatte führe ich im Wahlkampf sehr gerne. Ich bin für die Hilfe für Mütter und nicht für die Abtreibung. Im Vorfeld gab es Protest-E-Mails von besorgten Bürgern, die sich gegen Estrella ausgesprochen haben.
Es gab dann Wortmeldungen einiger grüner und liberaler Abgeordneter, die meinten tatsächlich, das seien alles Christen, die eine religiöse Minderheit in Europa darstellen würden und daher zu vernachlässigen seien. Bei anderen Minderheiten wird ja eher gefordert, man müsse sie stärker einbinden. Wenn Christen eine Minderheit sind, angeblich müssen sie missachtet werden. Sind Christen eine Minderheit in Europa? Das ist unwahr und doch wahr. Tatsache ist, dass die Mehrheit der Europäer nach wie vor, zumindest nominell, einer christlichen Konfession angehören. Aber es ist leider ebenso Tatsache, und auf das spielen die Linken hier an, und das sollte eine Warnung an alle Kirchen sein, insbesondere an meine eigene Heilige Römische Katholische Kirche, dass die Zahl der praktizierenden Christen tatsächlich zu einer Minderheit geworden ist. Sonst wäre der Widerstand viel heftiger gewesen. Sonst wäre auch der Widerstand gegen Blasphemie, die jeden Tag stattfindet, auch hier herinnen, viel heftiger. Wir haben es mit einer sehr großen Zahl an sogenannten Gleichgültigkeits-Nominalchristen zu tun. Und auf das spielen die an. Und das sollte man durchaus ernst nehmen, diese Rechenaufgabe. Es gibt zwar noch nach wie vor etwa 380 Millionen Europäer, die innerhalb der Europäischen Union, die einer Konfession angehören. Aber es ist eine verschwindende Minderheit, eine jedes Jahr kleiner werdende Minderheit, die tatsächlich diesen Glauben auch ausüben und bereit sind, ihn zu verteidigen. Und da ist schon, glaube ich, ein Alarmsignal gegeben. Dann noch eine abschließende Frage generell zum Estrella-Bericht oder zu den nicht-legislativen Entschließungen. Hat das in anderen Parlamenten eine ähnliche Tradition, gibt es ähnliche Verfahren, dass man sagt, wir beschließen etwas, was rechtlich nicht verbindlich ist, also eine Empfehlung? Na, das ist ein Spezifikum dieses Parlaments. Das ist ein Parlament, das keine Gesetzgebungshoheit hat und daher beschäftigt sich sehr gern mit Orchideenthemen. Ja? Je mehr Orchideenthemen und je weniger Zuständigkeit man hat, umso lieber beschäftigt man sich damit. Das ist typisch für diese Europäische Union. Ich erinnere nur an diesen völlig verblödeten Bericht, der hier abgestimmt wurde über die Frage der Realisierung von Frauenquoten, ja, im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Das ist also nichts mit einer sozusagen einer altersbedingten Erscheinung bei Frauen zu tun. Frauen im Klimawandel war das Thema und ging von der Annahme aus, dass wenn alle Führungsgremien in Umweltorganisationen in Zukunft mit mindestens 40% Frauenanteil besetzt sein, dann wäre der Klimawandel in den Griff zu bekommen. Also blöder geht es gar nicht mehr, aber das ist also in diesem Bericht drinnen gestanden und das sind alles diese Orchideenthemen, die ein Parlament beschäftigen, sind teurer Apparat übrigens, anstatt dass man sich den wesentlichen Problemen zuwendet. Das ist Arbeitslosigkeit, das ist die tatsächliche Bewältigung der Finanzkrise. Das ist die Frage, wie es mit dem Euro überhaupt weitergehen soll. Und das ist die Frage, wie man die Budgetprobleme der einzelnen Mitgliedsländer in den Griff bekommt. Darüber finden nur Debatten sozusagen am Rande statt. Mit solchen Blödheiten wie dem Estrella-Bericht versetzen sich die Leute aber mit einem enormen Einsatz, wie man sieht, sogar bis zum emotionalen Wutausbruch auseinandersehen. Gerade wenn ich halt einer portugiesischen Abgeordneten einen Rat geben müsste, sie sollte sich die Arbeitslosenquoten in Portugal anschauen, dann hätte sie Arbeit genug und bräuchte sich nicht darum bemühen, eine Lebensschutzinitiative von 1,9 Millionen Bürgern zu unterlaufen.